Kannst du auch ein Video zu den hässlichsten Pokémon aus der Galar-Region machen? Na klar kann ich das. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die hässlichsten Pokémon der Galar-Region. Das ist keine Top-5-Liste wie bei dem letzten Video, also die Top-5-besten Pokémon. Es ist einfach nur eine Ansammlung von verschiedenen Pokémon, die ich hässlich finde. Und in der Galar-Region habe ich sehr oft bemerkt, wenn ein Pokémon hässlich ist, ist die ganze Pokémon-Familie hässlich. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Fangen wir also direkt an mit den hässlichsten Pokémon der Galar-Region. Am Anfang fangen wir ganz low an mit Sanaconda. Und dann sehe ich das. Also, Sanacondas Design, für die Leute, die es nicht verstanden haben, ist einfach. Es ist eine Anaconda, das höchstwahrscheinlich in der Wüste lebt, zwei Nasenlöcher hat und somit aussieht wie ein Gewehr aus dem 20. Jahrhundert. Mit grünen Augen. Und es hat sich, glaube ich, um seinen eigenen Körper gewickelt. Und das ist ja eigentlich der Körper. Ich zeige es euch mit Pfeilen. Das ist ja eigentlich der Körper, aber meiner Meinung nach sehen das aus wie Autoreifen. Stell euch mal vor, ihr würdet einen Autoreifen nehmen und über eurem Kopf platzieren. Also ihr hättet dann sozusagen um euren Hals eine Autoreife. Und so müsst ihr, glaube ich, Sanaconda vorstellen. Also das ist der Körper einer Schlange. Das ist einfach der Körper einer Schlange mit zwei Nasenlöchern. Womit es dann aussieht wie ein Maschinengewehr oder ein Gewehr aus dem 20. Jahrhundert. Grüne Augen. Und es wickelt sich um seinen eigenen Körper rum. Und das ist einfach der eigene Körper. Und es sieht aus, als ob es Autoreifen hätte. Und diese Nasenlöcher. Also ich wäre ja sehr zufrieden mit normalen, kleinen Nasenlöchern. Denn Schlangen haben keine riesigen Nasenlöcher mit irgendwie 5 Meter Durchmesser. Diese Nasenlöcher sind einfach viel zu groß und das regt mich auf. Ich mag die Augen. Wenn man die Nasenlöcher viel kleiner gemacht hätte, und zwar wie bei einer normalen Schlange, dann wären die Augen auf jeden Fall viel mehr aufgefallen, denn die Augen sind echt schön. Aber die Nasenlöcher stören mich auf jeden Fall. Und diese Reifen, ich weiß, das ist der Körper, aber ich nenne sie immer noch Reifen, weil es aussieht, als ob Sanaconda einfach Reifen auf sich trägt. Das ist echt komisch. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, zu der Giga-Dynamax-Form will ich und muss ich nichts sagen. Es sieht aus wie ein Tornado. Entweder das oder ein aufgestapelter Turm von verschiedenen Autoreifen verschiedener Größe. Ich entscheide mich noch, aber ich glaube, es ist ein Tornado. Immerhin einer der hässlichsten Giga-Dynamax-Formen aller Zeiten. Als nächstes komme ich zu 4 verschiedenen Pokémon, die ich alle in einer Kategorie zusammengesetzt habe. Und zwar die Fossilien-Pokémon. Zum Beispiel dieses Pokémon. Ich glaube, es heißt Pescragon. Ich bin mir aber nicht sicher. Dieses Pokémon, ich nenne es einfach jetzt weiterhin im Video Pescragon. Was ist das? Das ist der Unterkörper eines Pokémons, bestehend aus den zwei Hinterbeinen und aus dem Schweif. Ich sage bewusst Schweif und nicht Schwanz, weil ich weiß, dass ihr alle kleine Perverslinge seid. Also zwei Hinterbeine und ein Schweif und auf der Spitze von dem Schweif ist dann noch ein Kopf. Yep, ein Kopf von einem Fisch oder was auch immer das sein soll. Dieses Pokémon regt mich am meisten auf von allen 4. Lectragon, wie schon gesagt, ist ganz okay, aber alle anderen 3 fossilen Pokémon eine Enttäuschung an sich. Und jetzt will ich über eine Pokémon-Familie reden, und zwar die Knapfel-Familie oder die Knapfel-Familie. Das Pokémon heißt Knapfel, deswegen die Knapfel-Familie. Tut mir leid, ich bin inkompetent. Knapfel und die ganze Familie ist am Typ Pflanze und Drache. Und hier ist ein Bild von Knapfel. Ich habe eine Frage für euch. Wo seht ihr da einen Drachen? Das ist ein Apfel mit 2 Augen an den Blättern. In Anführungszeichen Blättern. Das war's. Und das ist vom Typ Drache? Wenn das vom Typ Drache ist, will ich jetzt eine Antwort haben, warum Glurak nicht vom Typ Drache ist, sondern Feuer und Flug. Knapfel ist einfach ein Apfel. In der 9. Generation bekommen wir dann vielleicht ein Sofa-Pokémon mit 2 Augen
Und die sagen dann, ja, das ist vom Typ Drache. Und ja, wir sagen es einfach so, weil wir es so entschieden haben. Und wir machen dieses Sofa-Pokémon jetzt auch noch so mächtig wie Arceus. Jetzt sind wir zufrieden. Glaubt mir, Leute, wir bekommen dann ein ganzes Wohnzimmer als Pokémon mit zwei Augen irgendwo hin platziert. Und das ist dann einfach ein Pokémon vom Typ Drache und keine Ahnung, Psyche oder sowas. Wie kann Knapfell ein Drache sein? Es ist einfach eine Frucht, die ihr auf dem Boden gefunden hättet können, keine Ahnung, ich bin inkompetent. Und dann noch die Entwicklungen, die sehen so komisch aus. Schlapfel, ernsthaft, was ist das? Deswegen, Knapfel an sich, es ist einfach ein Apfel, das ist kein Drache, es ist ein Apfel mit zwei Augen, das regt mich am meisten auf. Und die zwei Entwicklungen sehen meiner Meinung nach sehr komisch aus und das sind auch keine Drachen. Deswegen, Knapfelfamilie. Ich weiß nicht, was soll das sein? Und noch so eine Familie, die mich sehr aufregt, ist die Sensekt-Familie. Stellt euch mal vor, ihr lauft durch den Wald, ganz entspannt. Es herrscht schönes Wetter, wir haben ja in 6 Monaten Sommer. Und dann seht ihr das. Sensekt. Eine Raupe oder ein Käfer oder was auch immer, mit einem sehr kleinen, sogar süßen Körper. Und einem überdimensionalen großen Kopf. Dieser Kopf ist 5 oder 6 Mal so groß wie der Körper. Und ich frage mich, wie kann Sensekt überall auf dem Boden rumkriechen mit so einem Riesenkopf? Würde es nicht einfach von einem Baum oder von einer Ast hin runterfallen? Was ist das für eine Scheiße? Tut mir echt leid, aber Sensekt sieht einfach nur creepy aus in diese Augen. Fühlt man sich dabei angeguckt? Nein, es guckt immer links unten, rechts unten meine ich. Nee, von Sensekt aus gesehen links unten in die Ecke. Warum? Warum immer links unten? Links unten von mir ist Boden. Das war's dann auch. Bei Sensekt fühlt man sich einfach nicht angeschaut. Und deswegen mag ich diese Pokémon auch nicht. Die Farbgebung ist ganz okay, aber dieser überdimensionale große Kopf regt mich am meisten auf. Als nächstes folgt das Pokémon Inteleon. Inteleon ist die letzte Entwicklung von unserem lieben Wasserstarter Mermion. Inteleon muss sich einmal zur Seite drehen, also um 90 Grad, und dann sieht man dieses Pokémon nicht mehr. Wisst ihr warum? Weil es so dünn ist. Warum ist Inteleon so dünn? Warum hätten sie nicht aus Mermion was viel cooleres machen können, wie so eine Mischung aus Machomai und dann noch einem Salamander, was richtig cooles, aber nein, die entscheiden sich für das Geheimagenten-Pokémon Inteleon, was nicht cool aussieht. Sieht das aus wie der James Bond von Pokémon? Nein, sieht es nicht. Es sieht aus wie der Schurke von Monsters Incorporated. Der hieß Randall Boggs. Ich blende euch mal ein Bild ein. Also zusammengefasst kann ich sagen, dass Inteleon viel zu dünn ist, eine absolute Enttäuschung ist, nicht cool aussieht, kein Geheimagent ist und generell sehr hässlich ist. Und meiner Meinung nach das hässlichste Pokémon in der Galarregion. Ich habe schon im letzten Video bisschen erwähnt und bisschen angeteased, aber meine Damen und Herren, bereiten Sie sich bitte vor, Trommelwirbel bitte. Das hässlichste Pokémon in der Galar-Region ist die Vorentwicklung von unserem lieben Freund Kamalm. Und zwar Kamehaps. Yep. Ich glaube, viele haben das schon erwartet. Kamehaps ist das hässlichste Pokémon in der Galar-Region, aber auch im ganzen Pokémon-Universum. Wie viele Pokémon haben wir jetzt? Ich glaube, 970 Pokémon haben wir jetzt in Pokémon. Und Kamehaps hat es geschafft, das hässlichste zu sein. Neben vielen anderen. Warum? Kamehaps leidet unter dem, wie ich es gerne nenne, das Sinsekt-Problem. Das Sinsekt-Problem ist einfach das Problem, dass man einen sehr kleinen Körper hat und einen viel zu überdimensionalen großen Kopf. Und genau wie bei Sensekt habe ich mich aufgeregt. Und genau wie bei Kamehaps werde ich das auch, weil Kamehaps noch hässlicher ist als Sensekt. Noch hässlicher. Einerseits, es guckt dich an, das ist sehr schön. Aber du willst nicht von diesem Pokémon angeguckt werden. Es hat so ein Horn auf dem Kopf, was ich nicht verstehe. Und dann noch ein Zahn, das so rausguckt, als ob es dich dann beißen wird.
Und wie kann bitte so ein hässliches Vieh namens Kamehaps zu diesem überdimensionalen und überkrassen Pokémon Kamalm werden? Ich denke nicht, dass Kamehaps die Entwicklung ist. Pokémon lügt uns an. Meine Theorie, Kamehaps ist einfach nur ein Kamalm, das unter einer Genmutation oder einer Behinderung leidet. Leute, wirklich. Aus diesem hässlichen Vieh kann doch nicht das werden. Guckt mal an, wie geil Kamalm aussieht. Und jetzt guckt euch Kamehaps an. Da ist irgendwas falsch, oder? Ich hoffe, ihr teilt eure Meinung in die Kommentare. Auf jeden Fall, Kamehaps ist das hässlichste Pokémon aller Zeiten. Wegen dem überdimensionalen großen Kopf, diesem einen rausstechenden Zahn und dem sehr fragwürdigen Horn. Und somit endet dann auch diese Liste und dieses Video. Das war's, meine lieben Freunde, die hässlichsten Pokémon der Galar-Region. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Wenn euch mein Content auf diesem Kanal gefällt, lasst bitte ein Abo da. Müsst ihr nicht nur, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.